Er macht sich wohl angriffsbereit. Oh Mann. Man lädt sich da wieder rein, ist ja eigentlich sehr fair, ne? Man muss sich von vorne abholen. Eigentlich ziemlich freundlich. Der Schild ja. Hat ja auch nur ein Auge, oder? Nein, rot! Oh mein Gott, no! No! Ja, ich vertraue dir. Nicht. Es ist vorbei. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich bin schuld, dass er frei war und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich weiß. Alter, wie heftig war der Bossfight, Chat? Holy moly. Wahnsinn. Richtig geil. Nach Hause? Atreus. Ich weiß. Schließ dein Herz davor. Die nächste versperrte Tür. Ansturmschild. Oh, neues Schild. Tippen Sie L1 zweimal an, um einen Schildansturm vorwärts in einem Gegner auszuführen, während Sie eingehende Angriffe abwehren. Schild. Das mit dem perfekten Parry fühlt sich so geil an. Aber es ist halt geil, ne? Projektile treffen einen nicht währenddessen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir jetzt so spät noch ein neues Schild bekommen. Offen bleiben. Das Rad ist hinter dem Tor. Man muss es irgendwie einfrieren können, oder? Ui. Offenbar richten Siegelpfeile hier nichts aus.
Idee. Vielleicht können wir mit meinen Siegeln den Frost zum Rat bringen. Das funktioniert nicht. Vielleicht die Gegengewichte? Sie könnten als Frostbrücke dienen. Oike! Ich werf daneben? Los, das Tor ist offen. Schnell, bevor es auftaucht. Ich denke nach. Sehr schön. Das Tor wieder heben, damit ich helfen kann. Oder ich warte hier. Ich glaube, die Range ist zu größer, oder? Das ist anders gedacht, oder, Chat? War ich bei den Norn? Das ist schon anders Sie gedacht. Sagten mir, Heimdall wollte dich in Asgard töten. Heimdall? Die Norn? Ich dachte, daran glaubst du nicht. Da war die Range viel zu groß. Verrückt. Das ist schon, glaube ich, so gedacht, dass man noch das kleine Element davor auch versieht, oder Chat? Würdet ihr nicht sagen? Das kleine Gegengewicht sollte man auch noch mit einem Siegelpfeil tracken davor. Würde ich jetzt mal behaupten. Der Bre lebt wohl noch, ha? Dachte ich mir doch, dass der nicht so schnell erledigt ist. Wir müssen weg. Los, das Loch im Boden. Oh mein Gott! Let me out! Zurück! Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ist es nicht? Bleib nicht stehen! Lauf! Wohin? Zur Treppe! Nach draußen! Schnell! Hinter dir! Pass auf! Huhuhui! Ah. Oh no! Versperrt den Weg! Jetzt? Aha. Spring! Oike!
10 EP. Wenn wir ihn nicht finden, überschwemmen die Toten weiter die Welten. Die Welten stürzen ein. Du musst deinen Geist beruhigen lernen. Vielleicht weiß ich, dass ich Chaos brauche. Was hast du noch gelernt? Dass wir einander vertrauen müssen. Vertrauen ist gut. Hast du das? Kontrolle ist besser. Wo ist der? Da ist Pass er. Auf! Here we go again. Ja, jetzt kämpfen wir. Auf ein neues. Ah, jetzt hör aber auf. Der Damage. Hui, 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 komm! Nein. Nee. Ey, was soll das? Kommt er immer wieder zurück? Das ist seine Natur. Müssen wir das ändern? Schnell! Ja, moin. Ich keine Seele, die man töten kann. Warte. Wie? Du musst mir auf deinem Rücken helfen. Was? Vertrau mir, bitte. Ich schaff das. Dann auf deine Art. Alter, wie stark Kratos einfach ist, ne? Jetzt! Was sind das eigentlich für Ketten, dass sie das aushalten? Bitte funktionier, bitte, bitte! Tut mir leid. Weg, ja! Was ist passiert? Wie unser Schild noch leuchtet. Wir müssen ihn finden. Los! Was hat er versucht, Chat? Hat er versucht, seine Seele in den Dolch zu lenken oder so?
Werde ich sehen, okay. Schätze, er ist hier lang gekommen. Suchen wir einen anderen Weg hoch. Was hast du getan? Der Zauber, bei dem du mich zu Hause saßt, als Fenrir starb. Ich wusste es nicht, aber ich versetzte aus Versehen seine Seele in mein Messer. Oh. Seelen sind mächtig. Also dachte ich, Fenris könnte seine Natur ändern. Ja, mal sehen, ob es geklappt hat. Also am Anfang, wo sein Wolf gestorben ist, war tatsächlich was mit der Seele. Als ich dich in Midgard fand. Hammer. Bevor Freya angriff, sagtest du, du musst mich beschützen. Warum? Ich sah eine Prophezeiung. Mein Arm. Tod. Ich sah sie auch. In Jötunheim. Was? Du wusstest? Deshalb musst du mich so hart trainieren. Eines Tages musst du überleben. Ohne mich. Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Nein. Jede Reise geht mal zu Ende. Nicht unsere. Nicht so. So deep. Kratos ist so langsam einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Alles gut. Seine Augen sind anders. Wunderschön. Es ist vorbei. Versprochen. Fan? Bist du's? Oh! Braver Junge. Ja, hast mir auch gefehlt. Ich war nicht sicher, ob's klappt. Will auch so ein riesen Kuscheltier, Chat. Gib mir eins. Geschafft. Sitz. Wie ist das möglich? Durch Riesenmagie. Ich hab dazugelernt. In Asgard. Geil. Das hat nichts damit zu tun. Mehr Geheimnisse. Nein. Ein Versprechen. Jemand hat es mir anvertraut. Wie zwischen dir und Mutter. Oh! Siehst du kannst mir vertrauen. Ich will auch anfassen! Heim. Geh noch nicht! Es ist so süß! Ja, moin! Es ist vollbracht. Wir sollten die anderen informieren. Geil! Letzten Schritt planen. Also, als die Nornen dir sagten, dass Heimdall mich töten will... Das G in God of War steht für geil! Richtig. Heimdall ist ein Idiot, aber... So bist du doch nicht mehr, oder? Ein Gästchen. Du willst keinen Krieg. Nein. Aber ich werde alles tun, damit du sicher bist. Oha, das hat mich gerade irgendwie voll überrascht. Ich habe einen Raben gehört, ja. Ja, ich sehe nicht. Hier ist eine Blume. Auf Seelenblüte. Hier geht's auch irgendwie rein. Beziehungsweise irgendwie außen rum.
Ach so, hier. Toll, es ist offen. Vielleicht könnten wir mit den Siegeln das Rad da oben einfrieren. Eins, zwei, drei. Eike. Ich glaube, wir brauchen mehr als ein Siegel. Spoiler doch nicht, du kleiner Hund! Das ist viel. Das ist. Die Reichweite ist irgendwie verbuggt, glaube ich. Wenn es um dein Leben geht, gehe ich kein Risiko ein. So müssen sich die Leute fühlen, die bei Monte im Stream 50 Euro raushauen und dann werden die nicht vorgelesen. So muss es sich anfühlen. Jetzt weiß ich es. Eigentlich ist doch so gedacht, oder Chat? Also irgendwie haben sie da mit der Reichweite. Vielleicht wenn man alle drei Siegel, also wenn man drei Siegel stackt, ist die Range zu groß. Ich habe auch das Gefühl, die Range vom Frost ist größer als vom Feuer. Beim Feuer müssen sich die mittleren Bereiche überschneiden. Beim Eis nicht. Kann mich aber auch irren. Wo war der Rabe-Chat? Bin ich blind? Oh, hoppala. Huch. Noch ein Rabe. Hey, da ist Reichswelke. Sollen wir mit dir reden? Dass es 6 Risse zu schließen gibt und wir keinen Dank erwarten wollen. Sie hätten nie geöffnet werden dürfen. Sie hat nicht Unrecht. Klar, ein Rabe kann nicht so wirklich reden, Chat. Aber entweder ist sie eine Bauchrednerin oder sie hat auch wieder mit der Seele gesprochen. Und nicht mit dem Stimmbändern. True? Oder es war nicht gut animiert, was ich jetzt nicht glaube. Ich glaube, die hat auch mit der Seele geredet. So wie die Meerjungfrau-Schmieden. War das die alte Sprache wie bei der Weltenschlange? Schon, ne?
Klang sehr ähnlich. Das mystische Tross verschüttet. Ich mach das. Das Spiel ist so episch, ne? Aufhacken den Aal. Was ist? Ich war wieder zurückgekehrt zu meinem alten Wesen. Zornig. Argwöhnisch. Mit dir. Jetzt und vorher. Ich hab dich verjagt. Und ohne dich war ich leichtsinnig. Zu selbstsicher. Hab dumme Fehler gemacht. Ich dachte irgendwie, ich schaff das alleine. Du hattest recht. Nein. Auf unserer gemeinsamen Reise bist du ein Krieger geworden, deines Namens würdig. Ich war der, der nicht bereit war. Du musst nicht der sein, der du warst, nur weil ich nicht da bin. Versprechen wir es uns. Ich höre auf deine Stimme in meinem Kopf, wenn du nicht da bist. Zur Führung. Und du machst dasselbe. Ja? Ich muss wissen, dass du ohne mich klarkommst. Atreus. Die Rüstung sieht auch so krass aus, Chat, oder? Es tut mir leid. Von beiden. Das muss es nicht, Vater. Mach's besser. Gehen wir heim. Hat er gerade gegrinst? Kann man unter dem Bart so schwer erkennen. Ein kleines Lächeln, Chat! Oh! Ein kleines Lächeln! Du hast geschrieben, das nicht gelöscht werden kann. Weißt du noch? Prophezeiungen sollten nicht unsere Entscheidungen steuern. Junge! Schmieden wir unser eigenes Schicksal. Puh! Das wird der Titel von dem Part auf YouTube. Schmieden wir unser eigenes Schicksal. Junge! Geiler Scheiß. Willst du noch was erledigen, bevor wir zu Sindri gehen? Nein. Zuerst holen wir Mimir. Dann sagst du uns, was du in Asgard erfahren hast. Danach sehen wir weiter. Ich wirklich wie ein Bruder für dich, oder? Und was ist mit Freya? Sie scheint inzwischen eingezogen zu sein. Als sie ihren Hass wieder auf Odin richtete, erkannte sie, dass unsere Interessen übereinstimmten. Davon wollte ich sie auch überzeugen, aber... Wann war das? Oh, bevor ich dir erzählt habe, wo ich nachts war. Ach so. Sie hat mich nicht getötet. Ich habe nichts gesagt.
Rollenspiel. Ding Dong, du weißt schon. Oh, hi. Möchtest du zum Boss? Ja, tut mir leid. Er kümmert sich um den Schaden, den Garm angerichtet hat. Versuch's doch später nochmal, ja? Recht zu Kratos sein, muss man sich auch erstmal trauen. Ihr seid es. Wie ist es gelaufen? Die Bestie macht uns keinen Ärger mehr. Das ist eine gute Nachricht. Der alte Garm ist also hinüber, ja? Ja, quasi. Atreus, deine Entscheidung nach Asgard zu gehen, nach allem, was er uns antat, das werde ich nie verstehen. Aber ich hoffe, du hast zumindest was Brauchbares für uns. Das hoffe ich auch. Kommt, ich zeig euch, was Odin treibt. Das hier ist ihm am wichtigsten. Mehr als Ragnarök und alles andere. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding? Eine Sackgasse. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Ganz ehrlich, ich dachte, die Riesen hätten ihn damit aufs Kreuz gelegt. Irgendwas ist damit, die kennen das, die Zwerge. Oh, na gut. Nein. Du irrst dich, Mimir. Die Maske ist nicht gefälscht. Die Riesen schufen sie nicht. Und nur wenige sahen sie je in ihren Visionen. Sie kannten ihren Ursprung nicht, aber einige glaubten, man könne damit die Geheimnisse der Schöpfung selbst sehen. Ein Orakel? Mehr, viel mehr. Damit würde man eins mit der Quelle unendlichen Wissens. Das. Dafür hat Odin mich gequält. Und was meinst du? Kennst du's? Nein. An dieser Obsession hat er mich nie teilhaben lassen. Aber ich sage dir, selbst wenn Odin die Wahrheit sagt, seine Absichten sind falsch. Egal wie, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Wir schreiben unser Schicksal neu, auf andere Art. Dann gehe ich zurück nach Vanaheim. Wenn wir nicht gegen Odin kämpfen, sollte ich meinem Bruder helfen, ihn abzuwehren. Wir gehen zu ihr, wenn wir können. Vater, ich sehe mir meine Notizen über die Maske an. Denke über einen Plan nach. Aber wenn du wohin willst, bin ich dabei. Und hört zu, alle von euch. Es tut mir wirklich leid, wie ich gegangen bin. Ihr wisst, ich würde keinen von euch absichtlich verletzen. Nun, wenn man sich aus Versehen in einen Bären verwandelt, kann so etwas auch schon mal vorkommen. Also, verzeihst du mir? Natürlich, Atreus. Wir wissen, du wolltest nichts Böses, Junge. Sindri? Sicher werde ich das. Irgendwann. Gut. So ist es wohl. Wo wir gerade reinen Tisch machen, hoffe ich, dass mir verziehen wird, dass ich beim Angriff der Hehlläufer nicht mehr tat. Meine Vorbehalte gegen Gewalt sollten nicht gelten, wenn das eigene Heim angegriffen wird. Und schon gar nicht von untoten Abscheulichkeiten. Ich griff nach einem Schild statt nach einem Schwert. Du hast mich zu Recht dafür gerügt, alter Freund. Wenn es wieder soweit ist, bin ich bereit. Gut gesagt, Tyr. Ich glaube, du schaffst das. Ich muss mal den Kopf frei bekommen. Ist der riesig.
Freyas Zimmer ist so grün und beruhigend. Es macht dir bestimmt nichts aus. Aktuell spiele ich die Giftrüstung, Nils. Besser. Machst du mit, Kratos? Sitzen, konzentriert atmen, versuchen, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen? Nein. Also, bevor wir nach Freya sehen, hast du in anderen Welten vielleicht noch irgendetwas zu erledigen? Der Junge würde sich ja gern helfen. Chat, was geht denn in der Magma-Welt? Lass mich unsere Axt für dich verbessern. Ist ja nicht auszuhalten, wie sie aussieht. Nett von dir. Ziemlich heiß dort. Alles gut. Es braucht schon mehr als einen Pferd voller Gestalten, um mich zu stoppen. Was soll ich denn tun? Mit einem Verband am Kopf herumlaufen und um Aufmerksamkeit betteln? Ich wurde zerfleischt von einem Bären. Angenagt trifft es eher. Oh, Berserkerstein können wir jetzt uns auch holen. Vollständig aufgefüllter Rage. Da kann man sich ja mit dem Heal Rage auch gut reinhealen in die Olga, oder? Oh. Zauber ohne Ende. Ah, deshalb knallt ja unser Gift auch so rein. Weil das hier auch noch gleichzeitig mitprockt. Vitalität 2. Das ist wirklich so bodenlos. Einfach Wit. 2. 2! Junge! Wir haben echt lange kein Upgrade mehr bekommen. Für die Axt oder Klinge. Also das ist eine Axt. Also dafür, dass wir jetzt Hauptstory gespielt haben, habe ich echt wenig Ressourcen zum Upgraden bekommen, ne? Haben wir nur einen Barren bekommen? Kann das sein? Ich glaube, ich werde hier verarscht. Gereinigter Kristall. Wahrscheinlich müssen wir noch weiterkommen. Oh! Ein Upgrade können wir uns leisten.
Flex mit Barren. Passt gut. Noch mehr umschauen? Nee, glaub nicht. Ich würde schon behaupten, ich habe sehr gründlich gelootet. Ah ja, jetzt haben wir ja nochmal Axtfähigkeiten, oder? Halten Sie R1 beim Zurückrufen der Axt gedrückt, um schnell Frosterwachen zu aktivieren. Frosterwachen kann durch Drücken von R kurz nach einem beliebigen Leviathan-Axtangriff aufgeladen werden. Ist das stark? Also klingt das noch stark? Jetzt ist die Frage. Das ist alles so teuer, ne? Ich könnte mir einen 10.000er Upgrade leisten und das. Ich glaube, das ist richtig strong, wenn man die Chaos-Klinge auf Stufe 6 hat. Kriegst du richtig schnell das Feuer auf Gegner. Und wenn du dann Sachen spielst, die das konsumieren oder halt den Damage erhöhen, solange der Gegner unter Brand steht. Klingt strong. Weiß man gar nicht, was man kaufen soll. Zu viel von allem. Aber dadurch macht es weiterhin Spaß, EP zu sammeln. Ich glaube, ich hole mir das, Chat, für 10k. Noch mehr Damage. Und das. Oder? Fand ich den jetzt so geil? Ja, schon. Was an dem Angriff geil ist, dass halt die Gegner ein bisschen weiter weg sein können als bei dem. Immer noch Stufe 5. Boah, die Grafik ist so Bombe. Wie man da so im Menü steht, ist einfach nur... einfach nur schön. Wunderschön. Hey, warte. Wir kommen mit. Ich hätte jetzt gerne noch mal so eine optionale Welt wie mit Freya, wo man einfach farmen kann. Das hat echt Spaß gemacht, dieser Partner-Player. Ihr habt ja geschrieben, Muspelheim ist geil, aber ist lang. Dann müssen wir uns das aufheben für morgen. Dann können wir da richtig reingehen in die Olga. Also Hauptstory weiter. Wir reisen nach Vanaheim. Gut. Werden wir nach Freya sehen? Ja. Schön, dass ich mitkommen kann. Ganz Midgard.
Was habe ich denn in Midgard nicht? Was ist letztes Mal in Vanaheim passiert? Muss ich mal schauen. Wie hast du Freya davon abgebracht, dich töten zu wollen? Wir reisten in ihr Dorf, um Odins Zauber zu brechen. Nach der Befreiung sah sie ein, dass ich nicht ihr Feind bin. Du hast auch einen sehr unterhaltsamen Moment verpasst, als Brock kopfüber in Freyas Lager hing. Ich habe Freya getroffen? Wie ist er? Anders als seine Schwester. Weniger überzeugt. Stimmt. Aber etwas weniger nachtragend. Und ein schlechter Anführer. Er hat das Herz am rechten Fleck. Du wirst ihn mögen. Wow. Es ist wunderschön. Und, was? Es ist auch gefährlich. Gefährlicher als Hel? Hier waren wir noch gar nicht, oder? Ist das ein neues Portal? Ja, oder? Nee. Hier waren wir schon mal. Midgard, sagt der Chat. Midgard, Midgard. Ist auch so gut gemacht an dem Spiel. Mit den... Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Huch. Digga, lost. Dass man die Maps alles durchswappen kann. Was haben wir denn noch in Midgard? Hier haben wir noch ein Portal. Da muss man doch manchmal nicht kämpfen, ne? Manchmal erledigt er doch diese Krokus einfach so. Gibt's hier noch großartig was, Chat? Sieht nicht danach aus, oder? Ich glaube, ich habe in Midgard alles. Vielleicht ist irgendwo noch ein Berserker. Aber ansonsten... Hier fehlt halt noch einiges an Loot-Stuff. Ich meine, das ist halt nur Side-Content, ne? Wir machen Story weiter, Chat. Habe ich jetzt aber auch am meisten Bock drauf. Freyas Lager liegt recht. Sind wir in Eile? Der Junge sieht nicht jeden Tag eine neue Welt. Muspelheim mindestens Stufe 8, sagt ihr. Auf zu Freyas Lager. Mal sehen, wie es den Warnen inzwischen ergangen ist. Ich hoffe, Freya geht's gut. Sie kommt. Ach, jetzt komme ich hier weiter mit dem Speer. Nach ihr? Die Truppen ihres Bruders sind in der Minderheit. Mhm. Und ich schulde ihr viel. Hier gibt's doch bestimmt auch noch mehr. Also wenn wir jetzt hier rüberkommen, hier waren wir noch gar nicht, glaube ich, ne? In dem Teil. Waren wir hier schon? Da steht oben links nur Wissen und unentdeckt. Da muss doch noch mehr sein, oder? Das ist auch noch eine Sache unentdeckt. Als ob hier nichts ist. Kann mir nicht vorstellen. Und hier. Wir sind erst Stufe 5, kurz vor 6, Chat. Ich mag Herausforderungen, aber zu viel des Guten. Also auf der Schwierigkeit, wo ich spiele, so 2 Stufen unterlevelt, geht dann nur, wenn es Gift drauf ist. Das machen die einfach zu viel Damage und man hält einfach zu wenig aus. Erinnert mich an ein Lied aus Vanaheim, das ich einst hörte. Wie habt ihr das denn gemacht, Chat? Seid ihr in Muspelheim rein? Göttliche Asche. Seid ihr in Muspelheim rein, so weit wie ihr gekommen seid, und dann habt ihr weiter Story gespielt oder was? Hier ist keiner.
Wo sind alle? Bleib wachsam. Das gefällt mir nicht, Bruder. Erst am Ende. Dann ist halt zu leicht, oder? Gerade in den ersten Bereichen, nehme ich mal an. Ach, hier waren wir doch. Ist doch den hier Lager, oder? Hier steht noch Essen. Ist noch warm. Wir gehen mal schauen, Chat, okay? Wir gehen mal schauen in Muspelheim. Aber wenn ich jetzt in der Hauptstory versinke, will ich ja weiterspielen. Und ich habe jetzt einfach Bock auf Fighten. Und ich bin auch ehrlich, Chat, der gierige Trix. Mich lockt der Loot. Mich lockt der Loot. Ich will Stufe steigen und dann will ich nochmal die Berserker versuchen, die mich vorhin verdroschen haben. Die drei. Guter Plan, oder was? Dann nehme ich jetzt einfach richtig Bock auf Fighten. Richtig Bock. Richtig, richtig Bock. So, jetzt bin ich gespannt. Sehen, welche Ecke von Muspelheim uns dieser Samen bringt, hä? Mimir, was weißt du noch über die Maske? Nur, dass sie Odins größte Leidenschaft im Leben war. Er hat Aeirs brennenden Ozean überquert bis ins Herz der stillen Matrone, nur um sie zu finden. Es hat ihn seine ganze Mannschaft gekostet, aber wenn man ihm glauben darf, war sie all das Blut mehr als wert. Wasser underrated, Chat. Trinkt viel Wasser. Muspelheim, als wäre ich gerade hier gewesen. Hat Odin dich angestiftet? Ja, die Begleitung ist dieses Mal aber besser. Aha! Du willst Ärger, was? Der schleimende Boss. Ich wusste, dass du einen weiteren Versuch bei diesen Kampfprüfungen... Das muss der Aschenblatt sein. Lol. Einfach seinen Dialog geskippt mit dem Item. Oh, wow. Sieht nützlich aus.